Okay. Also, so. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu unserem Gezockt-Spezial zum Messetag 2. Genau. Wir haben wieder viel gespielt. Wir sind jetzt immer einen Tag versetzt. Habt ihr gestern gesehen. Wir haben gestern das Video zu Holding On gemacht und hochgeladen. Mhm. Und jetzt habt ihr heute Morgen erst das Gezockt gesehen. Das kann tatsächlich ein paar Mal passieren. Und wenn ihr uns auf dem Live-Kanal verfolgt, dann erzählen wir euch im Prinzip gar nichts Neues. Aber da gucken ja auch nicht alle rein. Deswegen reden wir jetzt nochmal kurz über die Spiele und über das erste Spiel tatsächlich auch nur ganz kurz, weil Da haben wir im Prinzip alles gestern schon zu gesagt. Ich weiß nicht, ist uns gestern noch nach dem Video irgendwas dazu eingefallen, eigentlich? Vielleicht sollten wir es ganz kurz nochmal sagen, dass wir immer noch enttäuscht sind und dass wir uns jetzt die Mühe gemacht haben und das nochmal gespielt haben, Szenario 1 und 2. Genau. Und dass wir danach die ganzen Szenarien nochmal durchgelesen haben, die dann auch da kommen, dass man so ein bisschen eine Ahnung davon kriegt. Und ja, es bleibt eine Enttäuschung. Und uns ist ja auch mal die Frage, ne? Jetzt werden natürlich Leute sagen, ja, wenn ihr es nicht ganz gespielt habt, könnt ihr es gar nicht rezensieren. Aber es ist ja bei solchen Legacy- und Kampagnen-Spielen immer so, wenn man auf sowas wie Seafall zum Beispiel, ne? Ich weiß, wahrscheinlich werden das auch viele von euch angefangen haben, nicht zu Ende gespielt haben, weil es kostet einfach 2-3 Stunden Zeit. Und wenn man sich dann da 13 Mal hinsetzt, um das durchzuspielen, dann sind das auch einfach 40 Stunden, die dafür draufgehen, für etwas, woran man keinen Spaß hat. Und woran man auch merkt, dass man keinen Spaß haben wird. Ist hier genau das Gleiche. Wir haben uns da jetzt dreimal hingesetzt, immer ungefähr jeweils eine Stunde oder so, dreiviertel Stunde. Also gestern habe ich nachgeschaut, sonst 3 Stunden, die wir noch dran gehängt haben. Insgesamt. Ja. Ne? Nein, und gestern 3 Stunden und davor, am Tag davor auch noch. Ist eben auch einfach viel Zeit, die drauf geht. Und klar, kann man sagen, ihr müsst es intensiv spielen, vielleicht auch mal mit anderen Gruppen und so. Dafür haben wir halt die Zeit nicht, deswegen sagen wir auch ganz klar, erster Eindruck, es kann sein, dass es anderen Leuten halt deutlich besser gefällt, die andere Erfahrungen damit machen. Manche haben mir auch geschrieben, auf der Messe haben sie es auch gespielt, hatten gar keine Erwartung, hatten Spaß dran. Klar, kann auch sein. Ich denke halt, wenn man das dann wirklich zu Hause spielt und irgendwie merkt, so nach 3-4 Missionen, es ändert sich nicht so viel. Dieses Gameplay, Worker Placement, Ressourcenmanagement, oder nicht Worker, also dieses Arbeiter einsetzen, werden wir einfach sehen, aber wir haben uns gestern ein bisschen über Kritiken an sich unterhalten. Ja. Da hat der ehemalige Vorsitzende, glaube ich, des Spiels Jury, hat da einen Artikel drüber geschrieben, der auch sehr gut war, der auch gesagt hat, man soll sowas mal in Kontext einordnen und halt viel spielen und auch einfach Ahnung von der Sache haben und nicht an Verlag oder Autor denken, sondern einfach das Produkt angucken und an den Zuschauer denken. Ich mache das ja auch gerne, aber mein Problem wäre wirklich eine Gruppe, an die ich jetzt herantreten könnte, wo ich sage, bitte spielt das, weil für mich wäre es eine Qual. Also ich will da eine Gruppe damit eigentlich mit beglücken mit irgendwas und nicht was, wo ich im Vorfeld wirklich denke, das wird nicht vielen gefallen. Genau, die Frage ist auch immer, wenn ihr ein schlechtes Buch lest, bis zu welcher Seite lest ihr es, bevor ihr es aus der Hand legt? Es gibt Leute, die lesen das alles dann komplett durch, haben sie gekauft und na gut, dann sind es halt noch 400 Seiten, lesen wir. Manche Leute sagen auch, nee, dann packe ich es halt weg, weil es ist wirklich Grütze. Wie gesagt, teilt gerne eure Erfahrungen mit. Ich glaube, es ist aktuell noch nicht auf Deutsch verfügbar, sobald es das ist. Schreibt uns gerne einen Kommentar. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf die Meinung von anderen Rezensenten und Reviewern. Es hat ja auch irgendwann gefragt, ob ich es als Rezensionsexemplar bekommen habe. Ich habe, glaube ich, fast alle Spiele von Asmodee, die als Rezensionsexemplar bekommen. Aber wie gesagt, das ist ja Gott sei Dank was eigentlich einschränkt, auch zu sagen, hat uns nicht so gefallen. Weil wir sind natürlich auch ein bisschen dafür da, ne, euch natürlich zu informieren und eben auch dafür zu sorgen, dass es halt einfach bessere Spiele gibt und eben halt auch die interessanten Spiele kennenlernt. Und das hat, wie gesagt, ein interessantes Thema, einen tollen Ansatz. In der Praxis aber hat das bei uns halt überhaupt nicht funktioniert. Das ist ja auch immer... Ne, ich hoffe aber, es geht weiter. Also nicht mit dem Titel, aber allgemein mit Serious Themen. Games. Also dass es da noch was kommt und nicht, dass jetzt damit das irgendwie das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ich glaube, das ist auch mein, war ja schon groß, ist ja immer noch ein großer Erfolg. Ich denke, da wird es mehr geben. Es ist natürlich schwierig, solche Themen umzusetzen. Ja. Da muss man halt den richtigen Ansatz finden. Aber zumindest mutig, das so genau, kann man das sagen. Fanden wir auf jeden Fall schon mal gut. Mhm. Dann danach haben wir was locker Leichtes gespielt, The River. Ja. Und das ist das neue Spiel von Days of Wonder, von Ismael Perrin und Sebastian Ponchon, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Ist ein Hingucker auf alle Fälle, oder? Also wenn man es erstmal so sieht, ich fand die Grafik wirklich schön, hat mich sehr angesprochen und es ist ein leichtes Worker-Placement. Wir haben unsere Figuren, die wir eben an dem Fluss einsetzen. Dort haben wir verschiedene Gebäude, auf die wir unsere Ressourcen lagern können. Genau, hier hat jeder so seinen eigenen Spielplan, wo man seine Gebäude so entlang des Flusses hinlegt. Und hier ist der allgemeine Spielplan, wo wir halt Felder haben, wo wir irgendwie, mal gucken, wie ich zeige, Gebäude kaufen können, wo wir Startspieler werden können, wo wir Gebäude kaufen können, wo wir Ressourcen bekommen, wo wir halt dann noch so Siegpunktgebäude quasi bauen können. Und im Prinzip haben wir hier so ein Schiff voll mit Arbeitern. Das werden tatsächlich im Laufe des Spiels auch mal weniger. In den meisten Worker Placement Spielen werden es ja immer mehr im Laufe der Zeit. Mhm. Und das fand ich mal ganz interessant. Also was ist das, was mich am meisten gereizt hat an dem Spiel? Das war eben, dass man, wenn man die Gebäude, diese Gebäudeplättchen legt, dass man sich das alte überdeckt. Also man hat am Anfang,
jede Ressource eins und ein paar Lagerplättchen, dann nimmt man sich eben neue Plättchen, dann kann es halt sein, dass ich mein Erz überdecke und dafür das mit zwei Ziegeln überdecke. Genau, und das dritte Ziegel ist auch noch, der dritte Ziegel ist auch noch im Feld, wenn ich dann Ziegel aktiviere, bekomme ich ja drei, immer richtig, so viel, wie ich auf meiner Landschaft angezeigt bekomme. Was eben auch dazu führt, dass man manchmal ich einfach ein Holz nehme, was mir nur ein Holz bringt, aber Stefan hatte halt vier Holz und das Aktionsfeld kann man nur einmal pro Runde nehmen. Genau. Also ich halt verhindert, dass er viele Ressourcen bekommt. Ja. Ist die Frage, ob das so die siegbringende Strategie ist oder nicht? Keine Ahnung, das muss man häufig noch ein bisschen spielen. Muss man halt auswählen. Aber es ist auch kein Spiel, wo ich sage, das will jetzt groß taktisch punkten und irgendwie den Vielspieler ansprechen. Das ist wirklich ein Days of Wonder, also wir reden hier wirklich von Zug um Zug. Niveau, ja, ja. So vom Anspruch her, von der Zielgruppe auch her. Es ist wirklich einfach eine Figur einsetzen, Landschaft bekommen, Ressourcen bekommen, Gebäude bauen, fertig. Ja. Ist auch schnell vorbei, sobald man das vierte Siegpunkt-Gebäude gebaut hat, ist vorbei. Und also wirklich mega einfach. Ich glaube, ja. Also guckt einfach in den Stream rein. Das ist super schnell erklärt, war auch schnell gespielt. Ich glaube, wir waren in einer halben Stunde so höchstens durch. Ja, zu zweit eben. Genau. Ja. Also das ist jetzt, wie gesagt, wirklich Zug um Zug-Niveau. Das ist so, könnte so also Spiel des Jahres-Niveau wäre es halt so ungefähr. Ja, aber nee, also natürlich ein Level, aber du meinst das Niveau her. Ja. Ist auf jeden Fall ein solides Spiel. Und was jetzt aber für mich jetzt in einem halben Jahr oder so in Vergessenheit geraten wird. Das ist halt so ein klassisches Spiel, wenn ihr jetzt im Spiel anfangt oder Familie seid und was Neues, Schickes haben wollt, holt euch das. Habt da durchaus ein paar Partien Spaß dran, aber das wird jetzt nicht so der Dauerburner werden, richtig. Vermutlich. Also aber sie haben ja Arbeit gut gemacht, muss man sagen. Also da ist jetzt nichts falsch dran oder auch nichts, was jetzt gestört hätte, was irgendwie nicht funktioniert hätte. Das war... Weil man jetzt was sagen muss, das ist ein Days of Wonder-Spiel, finde ich. Es sieht solide gut aus, aber jetzt sind wir oftmals auch so richtige Hingucker, auch so vom Material her und allem. Also, das sieht gut aus, aber jetzt auch nicht, dass du sagst, so wow, es ist jetzt so krass, man sieht sofort. Also, wenn du das Spiel so sehen würdest, würde man nicht sofort sagen, das könnte von Days of Wonder sein, glaube ich. Ja, aber ich finde es schon schön. Ja, es sieht hübsch aus, aber wie gesagt, normal verbindet man Days of Wonder immer, dass da noch ein bisschen mehr geht. Ja, aber wie gesagt, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Also, wir haben schon Spiele gespielt, wo wir weniger Spaß hatten. Ja. Und das halt so einfach so zwischendurch nett, was schick ist, echt ganz. Schick, das hätte ich glaube ich auch, also ne, meine Mama war auch gerade da, wäre auch ein Spiel, das sie zumindest glaube ich gerne mitgespielt hätte, wo sie ja auch gesagt hätte, das hätte Spaß gemacht, was sie wahrscheinlich auch zu Hause nicht mit ihren Bridge-Freundinnen spielen möchte, würde, die wir auch referenziert haben. Ja. Wobei, ich glaube, wenn die einfach mal so den Next Step gehen würden, dann wäre das so ein Ding, das könnte man dann wirklich auch mal ausprobieren und gucken, ob man daran Spaß hat. Dann, das hat sich Stefan organisiert, das mörderische Drehbuch, Black Stories. Ich hatte einfach wieder Lust auf Black Stories, um ehrlich zu sein. Und mich hat das hier angemacht und interessiert, weil das sieht man jetzt schon, wenn man es aufmacht, hat so verschiedene Fälle, das ist so ein Schuber und das sind mehrere Bilder zu einem Rätsel und die entwickeln sich halt fort. Also man hat am Anfang ein Bild und muss im Prinzip dann raten, okay, was ist hier abgebildet und was wird die nächste Karte sein? Also was wird auf der nächsten Karte abgebildet sein? Da gibt es mehrere Szenen, die eben nach und nach kommen. Ich glaube, jetzt spoilere ich nicht zu viel, wenn ich die nächste noch verrate. Also man sieht hier eben etwas und das nächste, was passiert, wäre eben das hier. Genau, wir müssen erstmal raten, was sieht man da überhaupt? Dann muss man sagen, da ist ein Mann, der läuft weg, der hat, keine Ahnung, müssen wir erstmal rausfinden, was das Rote ist vielleicht. Das ist irgendein Foto, da sagt Stefan halt nein. Dann sagen wir irgendwie, also auf einem anderen Foto, das, was er da in der Hand hat, vielleicht ein Foto, nee, ein Zettel, nee, eine Brieftasche, okay, hat er was geklaut, ja, okay, er rennt also auf jeden Fall weg, ja, genau, ist richtig. Und dann müssen wir rausfinden, was auf der nächsten Szene passiert. So irgendwie, er rennt gegen einen Hydranten, nein, da steht ein Polizist, nein, da steht sein Fluchtauto, dass er reingeht, nein, rennt er irgendwo gegen, ja, rennt er gegen einen Menschen, nein, rennt er gegen Auto und dann sagen wir, er ist irgendwie vors Auto gerannt und so muss man halt so Szene für Szene erkunden, was passiert und das sind dann so, waren jetzt glaube ich 5, 6 Bilder, 6, 7 und natürlich ist es wie üblich bei Time Stories am Ende oftmals eine tragische, lustige, morbide Geschichte war es hier in dem Fall auch wieder. Ja. Und das sind so halt so Dinge, wenn, also wir haben das jetzt oft in der Woche, dass irgendwer irgendwie gerade im Regeln lesen ist und vielleicht auch wenn andere Leute da sind, dann kann einer Regeln lesen und die anderen können zwischendurch so eine Backstory spielen. Genau, dafür ist es da. Dafür ist es da, das macht es perfekt. Und ja. Genau, das ist es. Dann, lange erwartet, viel drüber geredet. Ah ja. Discover haben wir gespielt. Wir haben sogar tatsächlich zweimal Discover da. Wir haben es quasi ausgepackt, reingeguckt. Ne? Es ist ja kein Geheimnis, dass da verschiedene Umgebungen, sage ich mal, drin sind. Ich glaube, es gibt einen Pool aus 6 Stück ungefähr. Das weiß ich. Und nicht, ich glaube, es sind 6. Und wir haben zumindest zwei verschiedene schon mal. Wir hatten hier zwei verschiedene schon mal drin. Nein, das sowieso. Wir haben beide und wir, zwei verschiedene. Also wir haben Stefans auch noch aufgemacht, nachdem wir es ausgepackt haben und gesehen haben, okay, wir haben hier irgendwie Insel und verschneites Gebirge. Und Stefan hatte irgendwie Ödland und... Und die Wüste hatte ich nicht. Ich hatte, Weide oder
ja, irgendwas. Das ganz normale, ja, also die so Grünfläche halt. Oder so, ja. Und ja, haben wir dann halt, also hat ein bisschen gedauert, wir haben es auch hier live auf dem Hauptkanal gestreamt und die Regeln waren relativ lang, ich glaube, wir saßen da über eine Stunde oder anderthalb Stunden dran, ohne dass sie wirklich jetzt kompliziert sind. Also das ist auch gut und solide geschrieben. Genau, es ist alles so, ja, 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 abhaken, aber es ist halt viel. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie es zum Zugucken war, es werden ja bestimmt einige von euch, die jetzt zugucken, das im Stream geguckt haben. Ich glaube, das hat man wahrscheinlich so nebenbei laufen lassen, bis es dann losging. Und dann haben wir halt gespielt und man sieht jetzt hier auch nicht so wirklich viel drauf. Also wir wollen jetzt eigentlich so spoilern, damit irgendjemand... Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob man spoilern kann. Man kann gar nicht viel spoilern. Es ist tatsächlich ja keine Geschichten, also nichts, wo sich irgendwie wirklich eine Story entwickelt. Ein bisschen. Ein bisschen halt, aber also es ist nicht so, dass ihr da jetzt irgendwie, wenn ihr jetzt irgendwie euch ein Let's Play dazu anguckt, dass ihr dann denkt, okay, ich habe alles gesehen, sondern im Gegenteil. Wenn ihr euch ein Let's Play dazu angeguckt habt, dann seid ihr ja neugierig. Was ist bei mir? Und wie ist das bei mir? Also es ist nicht so, dass ihr das jetzt erspielen müsst und dann hinterher Videos dazu gucken könnt. Ihr könnt euch quasi vorher Videos dazu angucken, dann wisst ihr schon mal, in welche Richtung das geht. Wie das so, also ist, ob es euch packen kann oder nicht. Und es sind fünf Szenarien drin. Genau. Und das sind zwei zu dem einen und zwei zu dem anderen und eins Crossover. Wahrscheinlich ein Crossover. Genau. Also deswegen ist es halt schon mal völlig anders. Also, ja. Und das sind auch wirklich immer abgepackte, also Kartenpacks mit so einem QR-Code. Also wir haben wahrscheinlich auch mal die Karten passend zusammengesucht haben, dass die halt wirklich abgestimmt sind. Muss auch, ja. Also es hat, weil es sind ja verschiedene Landschaftsteile einfach drin. Ich denke auch bei unserer Küste sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele das insgesamt waren, 10, 11, 12 Teile. Ja. Da wird es wahrscheinlich auch einen Pool von 20, 30, 40 Küstenteilen geben und da sind halt jeweils auf diesen Feldern teilweise verschiedene Locations, die wir besuchen können, wo dann irgendein Event getriggert wird, das, wo wir halt zum anderen Plättchen müssen, um das irgendwie voranzutreiben. Und das hängt halt bei uns alles zusammen und es kann halt sein, dass dieses eine Teil von uns bei euch auch drin ist und das andere halt nicht, dass ihr dafür irgendwie ein anderes Event habt, wie das weitergeht. Und also man muss sich im Prinzip 20 von den Dingern kaufen oder 20 mit der gleichen Landschaft zusammensuchen und gucken, wie das dann gemixt ist, damit man da wirklich einen Eindruck zu hat, wie so dieses Unique-System an sich funktioniert. Deswegen können wir jetzt eigentlich erstmal nur was zum Spiel selbst sagen. Und da stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, ne, das Ding ist ja besonders, weil unique, alles einzigartig, toll, wie ist das Spiel an sich? Wenn wir jetzt, wenn es nicht unique wäre, wenn wir alle das gleiche in der Schachtel hätten. Richtig, genau. Weil im Prinzip, wenn du das jemandem geben würdest, der nichts davon weiß, dass es so ein Unique-Game ist, der wird das gar nicht merken. Genau, der wird es einfach spielen und wird sagen, ja, okay, das ist ein bisschen komisch vom Aufbau, warum muss man die Karten so auseinander sortieren? Genau. Und das war es dann auch schon. Ja, also wenn man das nicht weiß, dieses Unique-System, dann fällt es jetzt nicht groß auf, höchstens, dass ein paar Zahlen fehlen bei den Karten, warum habe ich keine 7, warum habe ich keine 9 und irgendwie sowas. Aber ansonsten wird es für ihn halt ein ganz normales, spielbares Spiel sein. Also wenn wir, ja, das sind halt die Hintergründe. Wenn es mit vier Leuten gespielt? Zu viert haben wir es gespielt und wir haben halt nur Szenario 1 gespielt auch. Von diesem ersten, also wirklich den ganzen Anfang. Ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert? Über 2 Stunden, würde ich sagen. Ich glaube, ja, Spieldauer hier 1 bis 2 Stunden lang. Ja, mit 4 Leuten, das kommt ganz gut hin. Den Anfang fand ich gut. Das fand ich auch sehr motivierend. Klar, weil wir waren verdeckte auf Landschaft. Richtig. Wir waren auf einer Insel gestrandet und dann war alles noch verdeckt. Und ich habe mir gedacht, oh, was kommt jetzt auf uns zu? Spannend. Also was wird in unserem Spiel drin sein? Was wird das jetzt für ein Abenteuer ergeben? Und wir durften einfach mit unseren Figuren halt vorziehen, haben wir Aktionspunkte ausgegeben und über Nacht haben wir die wieder regeneriert und durften am nächsten Tag dann wieder Aktionen ausgeben, wie zum Beispiel eben Plättchen entdecken oder irgendwelche Rohstoffe aufnehmen und die dann umwandeln in irgendwelche Gegenstände. Das mit den Aktionspunkten ist auch lustig, das heißt Ausdauer. Ja. Ich habe die ganze Zeit befürchtet, wenn ich jetzt viel ausgebe und ein Event passiert, für dich Ausdauer und sterbe. Das hat aber gar nichts mit dem. Also Ausdauer und Lebenspunkte sind unterschiedliche Sachen. Das muss man auf dem Schirm haben. Ja. Und das war die erste Stunde, war ich sehr positiv überrascht und war auch so angetan von dem Ganzen. Wir haben so Events, ne? So entdecke das, du brauchst hier das und das auszulösen, wird da hingelaufen, haben dann irgendwie was angelockt, was dann da ankam und das war schon... Das ja, war, haben halt auf der Insel cool. So Gebäude gefunden und die haben so ein bisschen Story auch schon verraten. Und dann hat es angefangen, dass Monster auf die Insel gekommen sind. Und ab dann war es ein bisschen zäher, weil die uns halt verfolgt haben und wir dann immer weggelaufen sind und mussten gegen die kämpfen. Und ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt ist das Spielblatt ein bisschen zu lang. Also es ist ein bisschen Downtime für mich, weil die anderen haben dann gekämpft und sind wieder weggelaufen. Dann kamen die Monster wieder zurück und haben wieder gekämpft und sind wieder hinterhergelaufen und haben gekämpft. Und man muss auch jede Nacht, man muss eine Nachtkarte, dann braucht man irgendwie Wasser und Verpflegung. Dann muss man sich auch immer darum kümmern, dass man jetzt irgendwie Wasser findet. Und dann waren wir auch oftmals beschäftigt, einfach nur hinzulaufen, Wasser zu holen, wie man anders Wasser zu bringen. Also ich hatte zwischendurch, glaube ich, 6 Züge, wo ich einfach nichts Interessantes gemacht habe. Ja.
wo ich einfach nur zur Wasserquelle gelaufen bin, Wasser geholt habe, den Steffen irgendwie Wasser bringen musste, dann aber auch wieder selbst kein Wasser hatte, schon wieder irgendwie zurück musste, mir selbst Wasser holen. Und das war halt, waren keine spannenden Dinge, die ich getan habe. Wir haben zu viert gespielt, Stefan und ich saßen hier. Ja. Wir haben halt so gespielt, haben so unsere Sachen, die wir halt machen mussten, abgehandelt. Und Corinna und Karl saßen hier und haben halt irgendwie auch coole Gegenstände schon gehabt und hatten halt so die ganzen Gegner und wollten die bekämpfen und haben sich halt abgeschoben, guck mal hier hingehen und da, und ich brauche die Steinressource und hier können wir das taufen, dann können wir den angreifen und guck mal, der hat jetzt noch 2 Schaden, wenn du mich mit der Fähigkeit supportest. Also die hatten deutlich mehr Spaß und waren deutlich mehr drin. Ja. Ich saß hier halt und das Spiel ist wirklich so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Es, ja, es war zum Beispiel so, dass ich dran war und dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt meine Aktionspunkte, ich nehme 6 Mal Wasser. Ja. Der nächste ist dran. Ja. Und dann bei den anderen war halt dann so viel Management eben dann zu machen. Und ja, ja, fand ich jetzt nicht. Also der Anfang war eben gut und ich sehe das Potenzial und ich habe auch Interesse an der Geschichte, ob es da so weitergeht und was dann noch passieren wird. Aber das Spiel hat Player Elimination. Ja. In dem Sinne, dass wir alle gewinnen. Eigentlich können wir das Spiel kooperativ spielen. Wenn man der Letzte ist, lebt, hat man alleine gewonnen. Aber also bisher ist es eigentlich ein kooperatives Spiel. Also jeder kämpft so um sich, dass ja. er durchhält und bis zum Ende durchkommt. Aber man, also bei unserem Stand nach, muss man sich gegenseitig supporten. Sonst wird das nichts. Und am Ende irgendwie mit dem Rücken fallen ist irgendwie auch doof. Also ja. meinte Karl auch so, ja, am Ende gewinnt man alleine. Und dann meinte auch, ey, komm, wir haben jetzt die ganze Zeit kooperativ gespielt. Jetzt fangen wir nicht auf den letzten Zug damit an, das nicht mehr kooperativ zu spielen. Obwohl ich das interessant fand, um ehrlich zu sein, dieses Element. Dass ja. man halt eigentlich kooperativ spielt, am letzten Moment doch zurückziehen kann und sagen kann, ja, jetzt, wenn es ums Überleben geht, im letzten Moment, da ja, supporte ich dich doch nicht. Aber es passt nicht ins Spiel. Weil es ist die ganze Zeit vorher nicht so und dann auf einmal zu sagen, Edge Bild, jetzt habe ich gewonnen, da sind halt alle anderen davon genervt. Und nee, es wäre nicht Edge Bild, ich habe gewonnen, sondern es ging ja auch um sein Leben. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre er ja auch gestorben. Ja, aber also von der generellen Idee her, wie das so angesetzt, weiß nicht, bin ich, also ja. Und man ist halt auch raus. Also ich, wie gesagt, ich war nicht so wirklich drin im Spiel und habe dann auch irgendwie gesagt, okay, ja, ich kämpfe ja jetzt mal. Und war dann auch raus und ja. war da auch nicht traurig. Du musst dann natürlich irgendwie zugucken. Wir wissen noch nicht, wie es beim nächsten Mal ist. Ich denke, wenn wir das zweite Szenario spielen, spielen einfach alle wieder mit. Ja. Würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so wäre. Ist so. Gefühlt gibt es bisher noch keinen Progress, dass wir irgendwie, also wahrscheinlich behalten wir irgendwie Gegenstände oder so, wobei wir hatten jetzt noch keine Speichermechanik. Nein, wir nehmen komplett neue Charaktere, habe ich in den Regeln gelesen. Okay, also man fängt wieder von vorne an, das heißt keine zusammenhängende Geschichte. Das ja. wissen wir nicht. Es kann ja sein, dass die Geschichte in sich sich entwickelt, also aber... Also statt den Regeln ja, ja. drin, dass du jedes Szenario, was du neu anfängst, von einer neuen Abenteuergruppe erzählt, die im Prinzip wieder auf diese Insel kommt. Okay. Also keine Charakterentwicklung, aber eine durchgehende Geschichte, die so mit diesem ein Spiel zu tun hat. Aber ja, also... Ja, das muss ich mehr spielen. Vor allem, das habe ich jetzt diese eine Version gespielt, das möchte ich meine Version noch spielen, dann möchte ich vergleichen, dann möchte ich ein bisschen mehr von dem Abenteuer erleben. Zu zweit ist es das wollte ich auch noch sagen. Zu zweit ja. oder zu dritt, wenn das wollte ich auch alle sagen. Involviert sind. Und richtig. Nicht einer quasi nur der Wasserträger wird. Genau. Also ich glaube, das ist ein schönes Zweierspiel. Oder... Das zitiere ich jetzt einfach mal, wird mir, also dass das besser funktioniert. Auch ein Dreier, aber beim Vierer war eben das, was du gesagt hast. Und wie gesagt, die Kämpfe, du hast ja angesprochen, ab da ja. wurde es C. Ja. Es gibt viele Spiele, die irgendwie so ein Kampfsystem drin haben, wo man auch Time Stories. Es gibt bei Time Stories ja manche Szenarien, die sind sehr stark kampfbasiert. Ja. Das nervt. Ich will nicht kämpfen, ich will die Geschichte erleben. Ja. Hier auch. Ich will nicht ständig Monster, die spawnen. Und na klar, man braucht irgendwie so eine Bedrohung, aber das kann man auch irgendwie anders managen. Und dann ständig irgendwie Monster zu spawnen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wo man dann auch einfach würfelt. Ja. Und dann kriege ich halt irgendwie Schaden oder nicht. Ich habe es besiegt oder nicht. Man kann so ein bisschen Ressourcen sammeln, um das ein bisschen zu beeinflussen, aber also eine tolle Kampfmechanik war es nicht. Mich ja, haben die Gegner eigentlich nur genervt. Genau das, was du ansprichst. Also die müssen dann irgendwie noch mehr in Szenario involviert sein, richtig, wenn es da wirklich hingeht. Also wir haben ja schon manche gefragt, ob das vielleicht so ein Seven's Continent Light ist. Und das ist es eigentlich im Prinzip so ein bisschen. Wobei Seven's Continent hat viel mehr Entdecken drin. Hier war das Entdecken halt irgendwann abgeschlossen. Das hört halt bei Seven's Continent ja im Prinzip nie auf. Und natürlich ist Seven's Continent viel größer. Man braucht 6 bis 10 Stunden, bis man durch ein Szenario durch ist. Mhm. Und wenn man mehr Flüche reinnimmt, sogar noch länger. Das Ding hier hat man halt wirklich in 2 Stunden so ein Szenario abgespielt. Mhm. Von daher ist es natürlich deutlich entspannter auch so. Ich denke, als... Familienspiel oder für auch Leute, die jetzt halt nicht super viel Zeit haben und die sich da, wo schon alle sich irgendwie darauf einlassen, kann das schon echt ganz cool sein. Aber es ist, wie gesagt, wenn ihr jetzt Seven's Continent habt und es regelmäßig spielt, braucht man das meiner Meinung nach nicht dem ersten Eindruck nach. Aber ich hoffe, dass wir dazu kommen, das noch irgendwie ein, zwei Mal zu spielen, wobei die Küche steht halt voll mit Spielen. Und das war jetzt halt auch nicht so geil, dass man gesagt hat, wow, da ja, müssen genau. wir jetzt ja, unbedingt das diese Woche ja, das ja, noch genau. weiter erkunden. Also letztes Jahr haben wir ja Pandemie gespielt und das lag natürlich auch primär daran, dass die Kartons und Spielen noch nicht da waren. Aber ich glaube, auch wenn die da gewesen wären, wir hätten Pandemie an 2 bis 3 Tagen durchgezogen, zwischendurch was anderes gespielt und danach die ganzen anderen Sachen gespielt.
Hier ist es jetzt nicht so, ich sage, Stefan, wir müssen jeden Tag einmal das Cover spielen, um da durchzukommen. Genau, genau. Bei Holding On, wo ich auch nicht sage, Stefan, wir müssen jeden Tag zwei Szenarien spielen, um da durchzukommen, um zu gucken, wie es ist. Man ist auch schon so ein bisschen neugierig drauf, aber nicht so total gecatcht. Ja, du hast vorhin mit Pandemic Legacy eben auch verglichen. Mhm. Da ist es genau das so, dass die Mechanik das Spiel eigentlich unterstützt und die Geschichte. Mhm. Und hier war es eben so mit diesen Monstern, dass die mich eben dann eher das zum Zähnen dann geführt haben. Und da muss man immer aufpassen. Also, ja, vielleicht, wenn wir jetzt das nächste Spiel spielen, dass weniger Monster da sind, wir irgendwie besser agieren. Vielleicht kann man es dann verhindern oder ein bisschen abbremsen. Ja, aber wie gesagt, also dieses Unique-System ist irgendwie sicher spannend, dass hier ein anderes Spiel hat, aber beim nur Spiel gefüllt, selbst, beim weil Spielen merkt man da nichts von. Ja. Aber es hat halt keine Auswirkungen einfach. Ja, außer jetzt halt bei wem anders. Und wenn ich jetzt halt Stefan besuche und wir dieses Spiel wirklich so geil finden würden, das ist ja Pandemie. Stellen wir uns vor, dieses Spiel wäre so geil oder wird noch so geil werden, wenn wir es öfter spielen, vielleicht auch oder in einer anderen Gruppe mit nur zwei Leuten oder so, dass sie sagen, hey, ist total geil, wir wollen die fünf Szenarien durchspielen. Bei Pandemic Legacy, wenn wir da durchfahren, ja, konnten wir es normal spielen, wir hatten so ein paar Stellschrauben, wo wir irgendwie unseren Charakter anders entwickeln können, wo wir vielleicht einen anderen Virus irgendwie entwickeln können, aber es war im Prinzip nach wie vor das gleiche Spiel. Das Spiel kannst du danach weitergeben eigentlich. Das Spiel A kann ich weitergeben und B, wenn ich dann zu dir komme in München und sage, hey Stefan, wollen wir nochmal das Cover spielen, hätten wir halt ein anderes Spiel. Ja. Mit anderen das Dingen, die sich richtig, da entwickeln und so. Also das ist schon dann durchaus cool, wenn das Spiel noch so gut wird, dass wir sagen, wir wollen es also unbedingt weiterspielen. Also für mich ist der größte Reiz eigentlich, es durchzuspielen und dann mit jemandem zu sprechen, das auch durchgespielt hat. Ja. Und wenn du das aber nicht hast, wenn du wirklich jetzt einer bist, der eigentlich nur ein Spiel spielen will, der hat dann sein eigenes Exemplar. Es sind ja unter fünf also fünf Missionen, die ich denke zur zweiten Stunde, anderthalb Stunden gespielt sein werden. Das ist nicht viel, das ist weniger als eine Arkham-Horror-Kampagne beim Kartenspiel, von der ich werde das auf jeden Fall durchspielen. Und dann werden wir mal gucken und drüber reden können. Genau, also, reden wir drüber. Ja, das soweit erstmal alles zu Discover. Dann haben wir Belratti gespielt. Das war ja tatsächlich in der, ich zeig's ein bisschen größer, vom Moge Verlag, war in der Fairplay-Wertung auf Platz 1 oder 2. Es war mal, war mal auf 1, ich glaube am Ende aber nicht, oder? Ich glaube, also in der Abschlusswertung hat das, glaube ich, einen Platz in irgendwas geteilt. Es war auf City of Rome war auch 1. Ja, also es war auf jeden Fall Top 3 auf jeden Fall. Genau. Ist ein Assoziationsspiel, bei dem wir quasi, erzähl du einfach mal. Also es ist ein Spiel, wo wir, ich meine, in welche Richtung geht es, ist sowas wie ein Mysterium. Ich fand die Geschichte eben ganz toll, vielleicht gehe ich über die Geschichte, um es zu erklären. Mhm. Es gibt diesen Belratti, das ist eben ein Maler, der sich gerne, der gerne Fälschungen anfertigt und sich in eine Galerie einschleichen möchte. Und wir sind eben auf der einen Seite die Maler und auf der anderen Seite die diese Galerie gehören, diese Kunstexperten sozusagen. Und die rufen wie nennt man das? Wenn die Bilder ausgestellt werden. Ausstellung? Ausstellung. Genau, wir sind keine Kunstexperten. Ja, offensichtlich, okay. auf jeden Fall rufen wir eben dazu aus und sagen, wir hätten zwei Themen, zu denen wir gerne Bilder sehen möchten. Und da werden zwei Karten eben aufgedeckt. Und da ist dann zum Beispiel, in unserem Fall war es dann eine Ente und eine Windmühle zu sehen. Und dann sagen wir zu den anderen, okay, liebe Maler, wir hätten jetzt gerne von euch Bilder gemalt, die eben zu einer Ente passen und zu einer Windmühle. Genau, die wir da quasi in die Aufstellung hängen können, dass die so das Thema fortsetzen. Und sich alle Windmühlenfans sagen, wir wünschen uns gerne vier Bilder von euch. Und dann haben die Maler jeweils acht Karten auf ihrer Hand und müssen aus ihren Karten Bilder aussuchen, sind alles eben mit so Bilder drauf, legen die dann Bilder aus, insgesamt dann eben vier. Verdeckt. Die zu dieser Ausstellung passen würden. Also zu der Ausstellung, wo es um dieses Thema geht, mit Ente und Windmühlen. Ja. Dazu dürfen sie auch sagen, wie gut ihre Bilder passen. Also sie können sagen, boah, ich habe zwei Sachen, die passen total gut. Oder eher, ja, ich habe eins, das passt so einigermaßen, das andere eigentlich so weniger. Da werde ich wahrscheinlich nicht drauf kommen. Und das ist übrigens der Knackpunkt beim Spiel. Ja, das ist der Knackpunkt. Da muss man wirklich drauf achten, auch als der es hinterher bewerten soll. Wie viele Leute sagen, es passt mega gut oder sagen so, passt so ein bisschen. Ja, und weil dann eben kommt nämlich vier Bilder von Belratti dazu, vom Stapel, und verdeckt und die werden reingemischt. Und dann decke ich auf, dann haben wir zum Beispiel acht Bilder und wir, die diese Ausstellung gemacht haben, die Museumsleiter, müssen dann entscheiden, okay, welche davon wollen wir zu unserer Ausstellung hinzufügen, weil wir denken, das kommt von den echten Malern, nicht von Belratti. Weil es wirklich halt so gut zu dem Thema passt. Ja. Wenn jetzt die anderen schon gesagt haben, ja, eigentlich haben wir alles, passt nicht so richtig, und dann liegen zwei da, die total gut passen, dann würde ich denken, okay, dann hat es wahrscheinlich der Belratti reingemacht, weil die passen so gut, da hätten die nicht im Vorfeld gesagt, das passt nicht so richtig. Oder eben andersrum, wenn sie sagen, alle vier passen total gut und wir sehen da passen halt fünf gut, dann wird wahrscheinlich eins von Belratti sein. Ja.
Ja, das ist im Großen und Ganzen ist es das. Dann könnt ihr euch auch gespielt angucken auf unserem Live-Kanal mit 4 Leuten. Aber gab auch lustige Situationen. Wir hatten eine Feder und so eine Eieruhr, so eine Sanduhr Ja. ausliegen. Und ich habe so ein Hahn quasi, Ein wie man Hähnchen. quasi einen Ofen, so ein Hähnchen, das Gebratenes man in den Hähnchen. Ofen schieben kann, ausgespielt. Und man muss eben auch wirklich zuordnen, zu welchem von beiden das gehört. Bei der Feder, ich weiß nicht, was ich da im Kopf hatte, ich dachte eher an Kitzeln oder was auch immer, an Daunenfedern im Kissen oder so, aber halt nicht an die Feder vom Hahn. Ich habe gedacht, okay, diesen Hahn, der muss halt in den Ofen für eine bestimmte Zeit, der gehört natürlich zur Sanduhr. Und die haben das Ding aufgelegt, haben das natürlich sofort Feder zum Hahn gelegt und ich dachte so, oh, ja, stimmt eigentlich, aber der sah halt so lecker aus, ich dachte, oh, der muss halt eine bestimmte Zeit in den Ofen und wenn er fertig ist, hat halt dann nicht wirklich gepasst. Und ich habe auch einen Ja. Zylinder, auch da einen gleichen Dings aufgelegt, den ich auch zum. Zur hier Sanduhr spielen wollte, weil ich ja dachte, ja klar, ne, Corinna ist da, riesen Alice im Wunderland-Fan und der Typ, der Hutmacher, ist auch einer, der keine Zeit hat. Scheinbar scheint es immer dieses Karnickel da zu sein, der weiße Hase, der keine Zeit hat. Ich Ja. habe das vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen, wo ich auch dachte, das sieht Corinna, legt es sofort dahin. Ich hatte natürlich dann die falsche Connection dazu, dementsprechend haben die das auch falsch zugeordnet. Aber ja, also muss man halt noch ein paar Mal häufiger spielen. Wie gesagt, weil es war auch zwischendurch oft so, dass man gesagt hat, okay, es kann halt irgendwie diese Karte sein oder diese Karte sein. Die passen beide ungefähr gleich gut. Und es ist, Chef meint auch, ja, das ist doch wahrscheinlicher, dass das passiert. Aber warum? Es kann doch einfach auch die Karte vom Stapel sein, die andere gespielt worden sein. Das sind einfach, da muss man wirklich darauf achten, was haben die Leute vorher gesagt, wie gut passen ihre Ja, Karten das ist der und dann darüber Knackpunkt. versuchen zuzuordnen. Da kann es natürlich Runden geben, wo es wirklich einfach, wo man auch keine Chance hat, es einfach zu recht zuordnet. Ja, was ich halt toll finde, sind Emotionen im Spiel. Ja, auf jeden Fall, Also man auf beiden redet. Seiten. Man redet miteinander, man bibbert, ob die das erkennen. Man sagt danach, wie konntest du das nicht erkennen? Das ist so offensichtlich. Ja. Oder da. Das ist doch eigentlich, was wir wollen. Und das ist schön und es ist so eine kleine Kleine Packung. Packung, kurzweilig, hat glaube ich unter 10 Euro gekostet. Ja, also 10 hat Und es genau gekostet, ja, um ja. 10er. Und ja, also wenn wir halt noch ein paar Mal spielen, werde ich auch noch eine ausführliche Rezension wahrscheinlich nicht machen. Wir werden das wahrscheinlich einfach noch spielen. Ich werde das filmen und dann könnt ihr mal gucken, wie das wirklich gespielt ist, wie ist so die Atmosphäre. Geht von 3 bis 7 Spielern. Und ja, das war Ja, Belrati. ich will noch eine Sache Ja, gerne. loswerden, weil die Grafik gefällt mir nicht. Nicht? Nein, also guckt euch das an. Also ich finde das nicht schön. Ist halt Kunst, ne? Ja, es ist Kunst, es ist Geschmacksfrage. Geschmack kommt durch Erfahrung. Ja, ich muss noch mehr Wie erfahren mein alter vielleicht. Kunstlehrer mal gesagt Weil hat, das ist das hallo Hahn. Einzige, wo ich jetzt sage, also die hat mich nicht so abgeholt, die Grafik. Aber ich fand es so schön, auch so ein Thema so schön verpackt zu bekommen. Also dass man wirklich dieses, ich konnte es so gut erklären. Ist auch gerade vorhin, was ja irgendwie leichter ist zu erklären, weil man das irgendwie so einordnen konnte in diesem Kontext, der die Aussteller möchten halt gerne die Bilder aussuchen und da möchte sich jemand reinschmuggeln. Das finde ich schön, mal wieder sowas zu haben und ich wünsche auch dem, dass es viel Erfolg hat und ich werde es auf jeden Fall noch mehr spielen. Und dann kommt tatsächlich unser bisheriges Highlight. Ich hatte es in Richtig! meiner, ich habe eine Du Liste gemacht, die schon. Spiele, wo ich gesagt habe, da freue ich mich am meisten drauf. Und ich habe diese Liste erstellt und naja, so krass, also ich habe ja vieles schon vorher gespielt, die Sachen, die ich gar nicht kannte. Da dachte ich halt, okay, will ich wirklich das Spiel da reinnehmen? Das ist doch eigentlich nur so aufgewärmter Käse, also nicht aufgewärmter Käse, aber halt so kennt man schon, es ist nicht so innovativ und neu. Und ist es auch nicht, aber trotzdem war es bisher unser spielerisches Highlight, oder? Ja, war es auch. Und ihr Und könnt ja jetzt noch mal kurz raten, was was es es sein könnte, war. ich muss auch zugeben, ich hatte es nicht drin, aus genau dem Grund, was du gesagt hast. Irgendwie, man nimmt ja nichts auf, weil es ja schon so was Ähnliches wie ein zweiter Teil oder eine Erweiterung oder irgendwie. Und dann sagt man, ja, da weiß ich, was ich bekomme. Das ist jetzt nicht so spannend. Ich freue mich ja mehr auf die Sachen, die jetzt eben neu sind. Aber, also, das ist halt einfach Qualität. Und die Richtig. steht dafür. Und ich habe, Absolutes Highlight. ja, und ich habe mir nachher wieder gedacht, alles andere kann halt nicht dagegen dann gewinnen, wenn das halt das ist, was am meisten Spaß macht. Ja, und ich meine, wir haben auch einen Fehler gemacht, wir haben es, glaube ich, um 11 angefangen oder um Nee, 12. um 12. Um 12, also relativ spät. Deswegen, Steffen meinte auch hinterher, ah, war noch nie so schlecht. Aber wir waren eigentlich Doch, war schon für die schlecht. Wertung ganz gut. Und wir waren halt noch nachts um 2 oder so, glaube ich, fertig. Ne, Exit Catacomb des Grauen steht hier auch drauf. Zweiteilige Box. Ne, zwei Abenteuer in einer Box, die zusammengehören. Will ich jetzt nicht sagen, was ihr da drin findet, aber es ist eben wirklich so, dass man halt nach der Hälfte einen Break machen kann, der ungefähr der normalen Spieldauer eines normalen Exit-Files entspricht, Da waren wir noch für gut. den wir 36 Minuten Ja, gebraucht da waren haben. wir noch Da waren wir gut. echt gut unter der Zeit. Und wir haben halt insgesamt ziemlich genau 2 Stunden gebraucht, ne? Ich glaube, 2 Stunden, 4 Minuten. Das gilt es natürlich zu schlagen, sollte aber eigentlich kein Problem sein. Aber ihr Auch müsst um dann auch 12 Uhr nachts um 12 anfangen, anfangen. ja. Auf jeden Fall, mit 3 Leuten haben wir es gespielt. Ja. Und ja, es waren einfach super coole
es sind nicht mal immer nur Rätsel gewesen. Manchmal musste man auch wirklich nur bestimmte Sachen machen. Und das war jetzt nicht so wirklich, musste rausfinden, wie man da hinkommt, aber das Ding an sich war dann auch gar nicht mehr so das Rätsel. Aber es war super cool. Also das letzte Ding war einfach geil. Ja. Und das, was man da gemacht hat und wie man da gesessen hat und wie man dann das durchgeführt hat, das super. War einfach super. Da denkt man sich, okay, das kann ich halt voll in so einem Deckscape-Ding wahrscheinlich nicht haben. Ja. Da gehen einfach, ich sag's ja immer bei den Exit-Spielen, auch wenn die Geschichte immer auch hier wieder relativ dünn ist, die Rätsel gehen halt in der Regel, also nicht alle, aber manche dann so den Schritt weiter. Über den Spieltisch quasi hinaus. Ich kann dir sagen, was ich an den Rätseln so gern mag, das habe ich auch gestern wieder gesehen. Das ist das, dass die Rätsel nicht augenscheinlich sind, dass du hinblickst und es löst und nachher hast du noch Arbeit, um das Rätsel abzuarbeiten. Sondern es sind so Rätsel, wo du dich nach und nach, Schritt und Schritt immer annäherst. Also ich habe irgendwas und dann komme ich ein bisschen näher, das muss doch so sein, ah, jetzt haben wir das entdeckt, jetzt haben wir das entdeckt. Ja. Also du siehst irgendwie, ah, das gehört zusammen und irgendwann hast du es dann gelöst und siehst es klar und dann siehst du, dass es das Rätsel ist. Richtig, und auch beim einen, da kriegt man die Materialien, da findet man raus, ah, das ist das Besondere, ja. Dann rätselt man, hä, was hat denn das zu tun? Und dann sagt irgendwer, guck mal hier, das ist da so abgebildet, müssen wir so machen, aha, genau richtig. Ja. Und das liegt da, alle gucken die ganze Zeit drauf und irgendwer sagt auf einmal, mach das doch einfach so. Ja. Und alle sagen, ja, natürlich. Klar, wir haben da gerade 10 Minuten nachgedacht. Das ist so mega gut, dass du es gesagt hast. Das genau. ist halt echt cool. Und manchmal muss man wirklich einfacher denken, als man vermutet, da irgendwelche komischen Berechnungen anzustellen oder irgendwelche Winkel oder so, die einfach nur drauf gucken, machen, lösen, die richtige Idee haben. Und es waren eigentlich durch die Bank gute, nette Rätsel. Also waren vielleicht auch, ich habe das jetzt nicht gescoutet, und ja, noch so, wir hätten immer durchgehen müssen, ob, was wirklich richtig gut war, was solide und was so eigentlich banal war. Nee, aber war ich glaube, wirklich banal war echt wenig. Ja. Es war alles mindestens gut, ja. unterhaltsam, spannend und auch so zwei, drei Sachen drin, mit dem Teil, wo ich dachte, so, ja, geil. Ne? Ja. Also einfach cool gemacht. Und der Nase rumgeführt dann auch wieder teilweise. Und es steht ja drauf, 16 plus. Ja, also da man sieht halt ne, so Totenköpfe. Das ist aber auch, glaube ich, schon, war irgendwas anderes? Ja, so? Schon ein bisschen, aber man sieht schon Blut auch und sowas, das ist schon ein bisschen gruseliger, ja. Also das kann man, also müsst ihr eure Kinder natürlich selbst einschätzen können, aber ich sag mal, mit 15, 14, 13, 12-Jährigen kann man das in der Regel aufspielen. Außer die sind vielleicht sehr zart beseitigt, müsst ihr einfach auswählen. Ich meine, nur kann man das ja auch mit den Kindern nochmal spielen, aber geht meiner Meinung nach schon. Und müsst ihr einfach gucken. Also es ist nicht so wie bei Time Stories, das Trailer Drive, wie ich gesagt habe, auf gar keinen Fall mit Kindern spielen. Erst vorher einmal selbst Probespiele gucken, ob die das abkönnen, weil man da wirklich auch, ja, dadurch, dass man in der Story so drin ist, einfach ja auch emotional involviert ist, das ist man ja nicht. Also, ja, also zumindest geht das ich nicht. Fall. Genau. Kam uns auch, es ist ja ein ne, doppelter Exit quasi, kam uns hinterher gar nicht so vor. Ich meine, ich habe schon an normalen Exit-Spielen länger gespielt als an dem hier, peinlicherweise, weil wir das auch nachts um 12 angefangen haben. wir haben es auch gleich durchgespielt, weil wir haben gesagt, okay, wir könnten morgen weiterspielen, wenn wir frisch sind, aber wir sind gerade dabei, lass einfach weitermachen. Und das war wirklich cool. Ist auch nur fortgeschrittenen Level, also das ist eigentlich ganz gut. Steffo ist der Profi gewesen. Ja, ist morgens um 4 da gesessen, aber wir hätten natürlich nicht aufgehört. Nee. Und ich glaube, einmal hatten wir ein Rätsel, wo wir auch partout nicht weitergekommen sind. Ich weiß nicht, ob Stefan zu müde war, zu der drin war. Also ich habe dann tatsächlich auf die Hilfekarte geguckt. Ach, hast du und echt? Und habe dann gesehen, der Ansatz, den wir schon hatten, ist doch der richtige gewesen. Was auch ganz gut war, weil den hatten wir eigentlich schon abgeschrieben. Und ich glaube, da hätten wir es heute noch nicht gelöst. Dann habe ich einfach geguckt nochmal und geguckt. Und dann habe ich das auch so gemacht, dass ich glaube, Stefan dachte, am Ende jetzt selbst rausgefunden. Ja. Hat er gut gemacht. Und also deswegen bin ich halt auch Fan von diesen Hilfekarten. Ne? Einfach mal so kurz reingucken und irgendwie so dezent, subtilen Hinweis geben und mal gucken, wenn man halt wirklich merkt, wir kommen nicht voran. Und das habe ich da gemerkt, dass es einfach nicht vorangeht. Auch so, wir waren noch spaßmäßig dabei, aber ja, also Hilfekarten, ich bin jemand, der zögert nicht, die zu nehmen. Auch einfach nur zu sehen, haben wir alles. Und dann ich finde es einfach erstaunlich, dass wir etwas hier haben, was jedes Jahr wieder liefert. Ja, und also, wo es auch nicht schlechter wird. Ne? Ich dachte denkt, halt irgendwann, der, nicht, 10, das 11, ist halt 12, so. Exit-Fall, genau. Den kann doch nichts mehr einfallen. Richtig. Aber Inga und Markus Brandt, falls ihr das guckt, und auch Ralf, super geil. Also, ja, einfach, er kommt immer noch. Also wenn es auf dem Niveau bleibt, von mir aus, gerne weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Richtig, richtig, richtig cool. Also haben wir sehr viel Spaß dran. Der Ralf, ne, der Ralf Pierfurt hier, hat uns auch tatsächlich zugeguckt, während wir das gespielt haben. Gott sei Dank war er dann irgendwann zu müde und hat nicht gesehen, obwohl am Ende waren wir dann gar nicht wieder so schlecht. Ne? Zwischendurch hatten wir so einen kleinen Hänger. Ja. Aber hat richtig viel Spaß gemacht, hat auch leider keine Tipps gegeben. Ja, aber gut sagt, gemacht. Vielen Dank für diese tollen Spiele. Genau. Macht halt wirklich echt Spaß. Und das war's. Heute. Das war's schon wieder. Heute werden wir vermutlich zu 5 oder zu 6 sein, wenn alle kommen. Mhm. Das heißt, morgen wird es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger, weil wir werden dann natürlich eher so die Partyspiele spielen. Ja. Ich habe hier, das ist so immer noch eines meiner Highlights, habe ich auch empfohlen, Doppelgänger. Wir wollten das gestern eigentlich spielen, aber dann ist Karls Bus gefahren. Dann haben wir halt doch Bell Ratti gespielt. Ich habe währenddessen nochmal die Regeln gelesen und dachte so,
Das sind einfach coole Mechaniken, das passt alles gut zusammen. Ich bin gespannt, wie es heute in der Gruppe ankommt, auch aufgrund der Vorschusslorbeeren. Wahrscheinlich wird Jeffrey morgen sagen und sagen, Ben, was ist falsch mit dir? Warum passt das so geil? Aber ich finde das Ding richtig gut. Für mich aktuell noch eines der besten Social-Deck-Spiele, die ich so gespielt habe in letzter Zeit. Basierend auf einer Partie. Ne? Hype, geflasht, Messe, was auch immer. Das kann natürlich jetzt irgendwie morgen, können wir sitzen und sagen, ey, das klingt cool, aber es klappt überhaupt nicht. Wir haben den Fehler entdeckt, wo das nie funktionieren kann. Aber ich hatte bisher einfach Spaß. Meine Gruppe ist mega neugierig drauf, weil ich halt viel davon geredet und geschwärmt habe. Und das werden wir euch wahrscheinlich, je nachdem, wir wissen natürlich nicht, ob wirklich heute alle Leute kommen, berichten. Ja. Shadows Amsterdam werden wir wahrscheinlich spielen. Just One. Und dann werde ich wahrscheinlich, weil solche Partyspiele, da ist es doof, wenn ich alleine oder wenn wir zu zweit oder mit Dave oder so ein Video gemacht werden, da muss man tatsächlich große Rezension machen. Da muss man sehen, wie ist es. Und dass wir Menschen spielen, deswegen werden wir das da mitfilmen und dann wird es halt in den nächsten ein, zwei Tagen hoffentlich da relativ viele Videos zu geben. Wir sind jetzt schon wieder bei 36 Minuten. Das heißt, ich würde sagen, das reicht. Wir hören einfach mal auf. Schaltet einfach rein. Heute wieder. Heute dürfte dann ja Donnerstag sein. Auch da werden wir wieder den ganzen Tag spielen. Hoffentlich ist Markus heute Abend da, weil er zusagt. Ja, hat er gesagt. Donnerstag mit Markus, weil es Montag leider ausfallen musste. Ja. Hier ist er dabei, hat er Bock drauf. Und ja, ich würde sagen, das war's von uns. Wir sagen bis bald. Und tschüss.